erfolgreich. Das Signal des Phantomrubins ist viel schwächer. Das sollte die stärkste Waffe von Dr. Eggman außer Gefecht setzen. Die Sonics haben uns eine Gelegenheit geschaffen. Die dürfen wir nicht verschwenden. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Jetzt, da der Phantomrubin aus dem Weg ist, können wir endlich Dr. Eggman zu Omelette verarbeiten. Hey, man soll die Hühner nicht zählen, bis man die Eier zerdeppert hat. Rouge hat recht. Wenn Dr. Eggman und Infinite noch in der Gegend sind, müssen wir weiter aufpassen. Ich will nur, dass alle sicher heimkommen, okay? Okay, in Ordnung. Alle bereit machen zum Gefecht. Das Ziel ist Dr. Eggman am Zentralturm. Wir kämpfen hier um unsere Welt. Nicht anhalten, nicht umdrehen. Konzentriert euch auf die Mission, egal was passiert. Auf geht's, Leute. Angriff! Wenn wir Dr. Eggman kriegen, siegen wir. Finde heraus, wo er ist, Sonic. Wir geben dir so viel Deckung wie möglich. Okay, Dr. Eggman jagen ist meine Spezialität. Ich habe den vollkommen nicht. Willkommen, Sonic. Schön, dass du kommst.
zu deiner Beerdigung. Infinite, leg los! Nimm das. Was ist das? Das, mein stacheliges Freundchen, ist Nullraum. Nullraum? Ein netter kleiner Ort, den der Phantomrubin ausgeheckt hat. Ein verschlossener Raum, wo überhaupt nichts existiert. Mach's gut, Sonic, mein baldiger Ex-Lieblingsgegner. Viel Spaß in Nick. Nein, tu's nicht, du wirst auch hineingesaugt. Aber wir haben die Energiequelle des Phantomrubins doch zerstört. Da du immer die Energiequelle meiner Waffen zerstörst, dachte ich, ich sollte aus meinen Fehlern lernen. Also ließ ich unter Metropolis eine Ersatzenergiequelle bauen. Hier haben wir wirklich nichts zu suchen. Lass uns umkehren. Alle warten auf uns. Doppelturbo! Alles super, weiter so, Partner. Nichts kann uns aufhalten, wenn wir Vollgas geben. Nicht einmal Nullraum. Alles klar, Leute? Mann, habe ich all das vermisst. Sonic, was war los? Ihr zwei seid plötzlich verschwunden. Nichts ist passiert. Buchstäblich. Jetzt jagen wir Dr. Eggman. Kann nicht sein. Es ist unmöglich, aus dem Nullraum des Phantomrubins zu entkommen. Vielleicht nicht allein, aber mit etwas Hilfe von einem Freund schon. Aber davon verstehst du nichts, da du schließlich keine Freunde hast.
Das ändert nichts. Dr. Eggman wird trotzdem zuletzt lachen. Vielleicht hätte er Freunde, wenn er nicht immer in der dritten Person über sich reden würde. Eine Stunde, bevor Dr. Eggman seinen Plan ausführt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen sofort in die Festung. Stimmt. Das ist unsere letzte Gelegenheit, wieder Frieden in die Welt zu bringen. Aber wenn der Kampf vorbei ist, müssen wir uns von Sonic trennen. Also von diesem Sonic, oder? Ja. Wenn der Phantomrubin fort ist, kehrt er wohl in seine Dimension zurück. Danke für alles, Sonic. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Heb dir deine Gefühle für später auf. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Genau. Das ist unsere letzte Chance. Gehen wir aufs Ganze. Ich nehme an, ihr seid bereit für eine Niederlage. Wenn nicht, auch gut. Was? Wer war es? Ziel erneut bestätigt. Eliminiermodus aktiviert. Rache unvermeidlich. Omega, du warst mit bei uns? Abgefahren. Wann ist endlich Schluss mit diesen Nervensägen? Ich werde euren Widerstand verbrennen und euch gleich mit. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ein Spezialeffekt, stimmt's? Nein, ist es nicht. Solange wir unter der Kontrolle des Phantomrubins sind, ist das für uns real. Das ist unfassbar. Was können wir schon dagegen ausrichten? Die Sonne wird auf euch herunterfallen. Zack! Ende! Euer mieses Dasein ist gelaufen. Sieh mal, es reagiert! Dr. Eggman sagte was von Phantomrubin-Prototypen. Lass mal sehen. Wow, das ist es! Er sagte, ein Phantomrubin-Prototyp reagiert genau auf die Person, die ihn aktiviert. Das bist dann wohl du. Wahrscheinlich haben dein Mut und deine Tapferkeit ihn aktiviert. Wenn du ihn einsetzt, kann er vielleicht diese Sonne verschwinden lassen. Ah, war das knapp! Wir waren so nah dran! Das ist wirklich welterschütternd. Ja. Knapp. Wir waren so nah dran. Das ist wirklich welterschütternd. Ja, können wir denn gar nichts tun? Vielleicht müssen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn du nah genug an die Sonne kommst, sollte der Prototyp den Effekt aufheben. Die Sonne verbrennt dich vorher schon. Gib's auf, Riku. Zieh dich zurück. Thank you.
jetzt alles an der Rekrutin. Die Erfolgschancen sind äußerst gering. Das ist nahezu aussichtslos. Bitte, komm heil wieder. Ein teurer Fehler, Dr. Eggman. Deshalb prüfe ich immer alles doppelt, wie gute Wissenschaftler es eben tun. Jetzt wird's ernst, Freunde. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und es im Zeichen.